Moin moin Leute, willkommen zum 63. Part von Let's Play Pokémon Ash Gray Edition. Diesmal sind wir im letzten Part. Am Ende vom letzten Part sind wir hier in dieser Rocket Basis stehen geblieben. Haben herausgefunden, dass da irgendein Guest-Pokémon auf dieser Insel wütet, haben den Kraxa quasi gekriegt in einer Form eines Items und machen jetzt mit der Rocket Basis weiter. So, kurz vorm abgeschlossen und wir machen. Wir werden jetzt weiter in Team Rocket Rüpel besiegen. Ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll. Ich bin tatsächlich überfragt. Hallo, Rihornzeros. Mal gucken, wie viel Schaden du ausmachst. Du kannst Zornbohrer, das mag mir nicht gefallen. Und es geht daneben. Und er kann es tatsächlich. Ich habe gerade nur eine Vermutung angestellt. Naja. So, damit wirst du besiegt. No go, ja, doch. Irgendwie schon. So, da geht es in einen Lift rein. Wahrscheinlich müssen wir uns erstmal so einen Liftöffner holen. Da ist die Marketeer wieder. Was sucht die Marketeer denn hier? Meine Güte. Happy Dash. Ja, stimmt. Ein Galoopa. Da möchte ich doch mit Ski kämpfen. Weil Shiki denn doch das Beste, die bessere Wahl ist. Galoppo, du bist glaube ich schon schneller genug als. Schnell genug, als dass mein Shiki da wirklich, wirklich Chance gegen hätte. Oh nein, die Attacke ging daneben. Sprungkick. Oh Gott. Diese wird böse. Oder auch nicht. Irgendwie hat das weniger Schaden gemacht, als ich gedacht habe in dem Moment. Ah, wir kommen sogar durch. Hat die Hydro-Puppe echt so eine niedrige Trefferchance? Ich hab die immer so in Erinnerung, dass sie öfters trifft. Gleich mal gucken. So, Level 63 für 63 wäre schön. Da hätten wir überhaupt keine Probleme mehr in dem Spiel. So. Nein, Shiki, du darfst dich nicht entwickeln. Wir haben das doch schon so oft besprochen. Ich hätte echt gerne Ewigstein gehabt in diesem Projekt. Naja, was nicht ist, kann ja doch werden. So. Aber ich würde sagen, Shiki nehme ich hier mal nach vorne und benutze den letzten Pauschen. Ich meine, den Pauschen werden wir sowieso sonst nie wieder benutzen. Und da liegt ein Item. Ich will mal gleich mal gucken, wo das denn oben lang ging. Da ist ja noch ein Weg, der ins Nichts führt. Okay, dann gehen wir mal runter. Hallo. Hallo, Typ. Und wie ich gewinnen kann, du Vollpfosten. Mit einem Magneton möchtest du kämpfen. Ja, ich schicke nicht die beste Wahl. Da werden wir mit Relaxo agieren. Das war auch nicht die beste Wahl, aber immerhin besser als nichts. Ein Zielschuss. Ich weiß gar nicht, Ice Punch gegen einen Stahltypen. Brachte das was? Oh, da war eine Triblette im Sinne. Und wir brennen natürlich. Aber es interessiert Relaxo eigentlich selten. Das ist nicht sehr effektiv. Ja, ich hätte ja jetzt echt gerne mit Lura gekämpft, aber es ist sowohl ein Magneton, was natürlich die Elektroangriffe kann, als auch ein Pokémon, was sich da auf uns hört, so wirklich. Also. Oh. Paralyse. Nett. Klatsche ich ihnen ein Hyperbeam? Ich versuche es. Es wird trotzdem nicht viel Schaden machen, gehe ich mal stark davon aus. Ich meine, das ist einfach noch eine normale Attacke. Es ist immer eine normale Attacke, aber ja, das habe ich erwartet. So, wir müssen jetzt immer aufladen. Deswegen kann Relax vielleicht nicht kämpfen. Genau. Ja.
Cool, dann werden wir mal eben den einen Fall-Restore, den wir erhalten haben im letzten Part, einsetzen. Weil ich will nicht wechseln, das ist, gerade zu knapp. Das ist irgendwie... Hatte irgendjemand von euch schon mal eigentlich in dieser Triplette eigentlich, hier Eis, also das, eingefroren ist? Das hatte ich irgendwie noch nie. Und vor allem ich auch nicht vor den Gegnern, weil, ich habe lange Zeit gerne Triplette eingesetzt. Ich meine, Triplette ist auch eine wunderschöne, coole Attacke. Ich meine, das sind so... Das ist so... Like a Avatar. War nicht ganz schade. Hat nicht ganz gereicht. Aber der reicht. Warum wir auch immer schneller sind als dieses Magneton. Manchmal weiß ich es nicht. So, und Level 55 für Relaxo. Wunderbar. Wunderprächtig. Und Graveler. Da wollen wir doch mal mit... Bisasam. Ich glaube, beide können einen eventuelle Finale ganz gut überstehen. Es sei denn natürlich, wie One-Hitten ist. Das geht natürlich noch viel, viel schneller. Ja, ja. Piep dich aus. Piep dich einfach aus. So. Habe ich noch ein paar Lyseheiler, weil wir wahrscheinlich gleich gegen Team Rocket nochmal kämpfen dürfen. Ah, scheint nicht der Fall zu sein. Schade. Schade, schade, aber egal. Schaffen wir auch so. Was? Mozi ist weg? Oh nein. Dankeschön. Okay, was? Er hat sich ganz verstanden, was sie jetzt von mir wollten. Auf jeden Fall ist Mozi weg. Scheinbar. So, dann wollen wir noch mal. Da sind wir scheinbar gerade. Ja. Was ist denn im Zau? Entschuldigt. Second Floor. Du. Haben wir dich schon? Ja, wir haben dich schon. Gut, dann gehen wir mal in den letzten. First Floor. Ja. Okay. Rocket Hideout. Ein Bonita? Okay, was ist denn hier los? Vulpix? Vulpix? Ein Mankey? Mankey! Das da oben sind wahrscheinlich Butch und Cassidy. Wir werden sie uns gleich angucken. Spannungsaufbau. Okay, das ist enttäuschend. Das ist gar nichts. So. So. Das ist wahrscheinlich Butch und Cassidy. Hallo, Traumato! Hallo! Aber das sind tatsächlich Butch und Cassidy. Hallo, Butch und Cassidy! Oder Lutsch oder... Oh, ich heiße Patsch! Ach ja. Anime Gold. Hallo? Hallo Jenny! Was? Was macht es da? Hypnose wurde blockiert. Okay! Okay, danke Jenny, dass ich jetzt einen Liner gegen sie antreten darf. Hüp, 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 hüp. Die haben... Oh, 65. Gut, dass ich Shiki vorne hab. Und nicht geheilt bin. Oh, das macht gar nicht so viel Schaden. Oh, dieser, Seher. Das macht gar nicht so viel Schaden. Ja, mach ruhig Aussetzer. Ich weiß auch, dass du es willst. Mal gucken, wie viel eine Step-Attacke bringt. Jetzt nicht viel mehr als
Dings. Okay, Shigi interessiert scheinbar nicht. Das ist wunderbar. Und ein Metronom, mal gucken, was kommt. Wahrscheinlich eine Krabhammer. Das könnte Shigi überleben, das habe ich mir fast gedacht. Wenn jetzt irgendwas gekommen wäre wie Donnerblitz oder Donnershock oder Donner, dann wäre es wahrscheinlich knapp geworden. Bis überhaupt gar nicht knapp, also bis sofort down. Na, was kommt? Giftpuder. Das könnte jetzt böse enden. Wie viel Schaden macht das? Okay. Ah, aber Shigi wird den Weg zur Pokésende nicht überleben. Das wird er nicht mehr schaffen. Mein kleiner Schildkröte. Dum, dum, dum. Ja. Das wird Shigi nicht überleben. Tja. Schade, mein Name ist Shigi. So, den hätten wir besiegt, das heißt, wir können jetzt wahrscheinlich weiter. Nun, dum dum. Dum 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 dum. Bam 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 bam. Dum 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 dum. Ach ja, die Musik, diese Musik, die ist wunderbar. Es lässt mich allerdings auch gerade nur Pokémon dazu bringen, tatsächlich versuchen mitzusummen. Sowas wie 102 Dalmatiner oder Naruto Rise of Ninja schafft das nicht. Faszinierenderweise. So, dich hätten wir besiegt. Mit dir reden wir gleich nochmal. Mal gucken, was du uns gleich sagst. Wahrscheinlich sagst du nur, ey, ihr könnt jetzt auf eine andere Insel. Ihr seid voll toll und bitte werdet uns bald wieder und so ein Kram halt. Nee, das war ja Chester Joy. Entschuldigt. So, das hätten wir damit gemacht und wir wollen jetzt halt mit dir sprechen. So. Danke schön, dass du mir sehr, sehr, sehr viele Infos gibst. Mal gucken, jetzt können wir wahrscheinlich auf der Fähre woanders hinfahren. Gehe ich mal von aus. So, about your traffic pass in order to board the ship to sail the Orange Airship Pier. Was? Okay. Da habe ich was übersehen. Yeah. So. Was können wir jetzt machen? Wir können hier wahrscheinlich unten lang. Bei ihm. Hier Repels. Danke. Bam, bam, Route 4, da geht's weiter. Ja, Tatsache, da geht's tatsächlich weiter. So, dann. Ja, Sitra. Skirtle. Mal gucken, wie viel Schaden es Biss macht. Ach ja, die wunderschöne Rauchwolke. Ich habe nie eine bessere Attacke gesehen. Den steigert deine Intelligenz halt noch mehr. Ich verstehe das manchmal nicht, aber das ist wohl die KI. Bam, bam, bam. Bis oh Mann, das hätte wahrscheinlich gereicht. Aber wegen so einer Kacke wie Rauchwolke klappt das natürlich nicht. Rauchwolke böse angucken. Noch ein Zitter. Es ist eigentlich gar nicht mal so klug gewesen, jetzt noch Shigi draußen zu haben. Ich meine, wir haben gesenkte Genauigkeit. Oh, da kommt der Giftdorn. Ah, wunderbar. Yay. Wir sind vergiftet, haben gar keine gute Genauigkeit. Aber kommt trotzdem durch. Wunderbar. Shigi, du bist Beste. Beste auf der Welt. So. Oh, natürlich, der finale Schlag. Der möchte nicht. Der möchte einfach nicht sitzen. Und dann macht es weiter. Ach ja, das ist so wie jemand liegt auf dem Boden und ich trete weiter rauf. Genauso finde ich Rauchwolke. Wenn man es öfters einsetzt. Ja,
Dann setz ruhig Bubbel ein. Setz ruhig Bubbel ein. Bam. Das Gemeine ist, dass die ganze Zeit dieser Schaden kommt. Der Schwester wird es wahrscheinlich reichen. Aber das wäre jetzt deine Chance gewesen, Shinji. Aber nein. Naja. Man kann nicht alles haben. Welche am Ende des Parts wahrscheinlich wieder zurücklatschen dürfen. Ach, wir sind bald wieder im Level. Glück wieder ein Level braucht. Oh Gott. Nein. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. 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 Ja, ja, halt die Klappe. So. Keep calm and surf with Pokémon. So. Was? It's a letter in a bottle. The letter is. Get the crystal on it. Let me. Okay. Sunburst Island. Da wird doch wohl irgendwo ein Heilungscenter sein. Ein Heilungscenter fallen. Nein, hier ist kein Pokémon Center. Was soll der Mist? My credit feels also lifeless. Ja. The Butter Island. Oh Mann, ich hab gar keine Items dafür. Ein Touchball. Okay, da können wir anscheinend irgendwelche. Das sind zwar coole Sachen. Ist auch eine coole Idee, muss ich sagen, aber. Nö. Nö, Sir. Dann möchte ich, dass ich zuhöre. Okay. Okay, er redet davon, dass er den Laden seines Großvaters übernommen hat. Das viele Jahre gemacht hat und ja, er jetzt irgendwie das Kristall und nicht sucht. Er hat Glasskulpturen gemacht und ich gehe mal davon aus. Timothy Island. Was? Okay. Ich bin Moses. Ich bin cool. Das war, glaube ich, war doch Moses? Fragezeichen. Ich bin nicht ganz bewandert, was Religion angeht. Ich kenne zwar viele gängige Klischees, aber ich bin jetzt nicht der religiöseste Typ hier. Was ist denn hier hinten? Nichts. Kleines bisschen enttäuschend. Naja, bevor ich glaube ich den Kristall und explodieren, werde ich mich nochmal zurückbegeben und mich heilen. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, ihr seid zum nächsten Mal wieder von Let's Play Pokémon Ash Gray. Guckt in alte Playlists, neue Playlists, alte Videos, neue Videos und habt Spaß dabei. Bis dann und bye bye.